ein Liegeradfahren. Die besondere Herausforderung für jeden Radfahrer. Jeder, der bisher nur das normale Radfahren kannte, wird erstaunt sein, wie schwierig es tatsächlich ist, ein Liegerad zu fahren. Man muss praktisch das Radfahren neu erlernen. Denn schon das Gleichgewicht zu halten, scheint hier etwas schwieriger zu sein, als man es gewohnt ist. Da es viele verschiedene Bauarten von Liegerädern gibt, unterscheiden sich auch die bauartspezifischen Schwierigkeiten, mit denen es der Anfänger zu tun bekommt. Hier sollen die fahrtechnischen Probleme am Beispiel eines Lowriders gezeigt und erläutert werden, weil er besonders viele neue Herausforderungen für den Radfahrer bereithält. Es fällt Anfängern besonders schwer, am Berg anzufahren oder einfach nur steilere Passagen hinaufzukommen, ohne zu taumeln oder gar mit dem Rad umzufallen, wenn man dabei zu langsam wird oder im zu hohen Gang ist. Deshalb empfehle ich dringend jedem Fahranfänger, auf einem Liegerad zunächst einige Übungsstunden auf leeren Parkplätzen zu verbringen und doch das Anfahren und das Kurvenfahren zu üben, bevor man sich in den Straßenverkehr begibt. Danach kann man sich auf ruhige Nebensträßchen oder Radtrassen wagen. Und selbst diese bieten dann noch genug Herausforderungen. Hier taumle ich über die ganze Wegbreite, um an der Steigung anzufahren. Derartige Unsicherheiten können im Straßenverkehr bei der Begegnung mit solchen rücksichtslosen Pkw-Fahrern tödlich enden. Ein probates Mittel ist es, das Anfahren im leichten Gefälle zu üben. Denn dort rollt das Rad schon einmal von selbst, und man kann sich darauf konzentrieren, die Beine auf die Pedale zu bringen und dabei das Gleichgewicht zu halten. Denn rollt die Fuhre einmal, geht alles wesentlich leichter. Aber auch wenn man sich schon etwas sicherer fühlt, bei mir war es nach ca. 300 Kilometern der Fall, ist es durchaus ratsam, durch unbekannte Engstellen noch zu schieben und besonders bei gefährlichen Straßenüberquerungen besser abzusteigen. Denn wer gerade hier strauchelt und hängen bleibt oder gar stürzt, riskiert Kopf und Kragen, wenn er von einem heranbrausenden Pkw zu spät gesehen wird. Kann man dann nach einigem Üben im Flachen anfahren? Dann übt man es an leichten bis mittleren Steigungen. Zunächst stellt man das Pedal des stärkeren Beines immer nach oben auf die ca. 1 Uhr Stellung, um mit dem ersten Antritt so viel Schwung wie möglich zu bekommen. Denn dieser erste Schwung muss reichen, um das andere Bein auf das Pedal zu bringen und die Tretumdrehung fortzusetzen. Man merkt sehr schnell, dass die richtige Wahl der Übersetzung dafür entscheidend ist. Ist man in einem zu hohen Gang, kommt man gar nicht vom Fleck oder die hohe Tretkraft bringt uns schon allein aus dem Gleichgewicht. Ist der Gang zu niedrig, wird die Anfangsgeschwindigkeit, die man mit dem ersten Pedaltritt erreicht, viel zu gering sein und man steht schon wieder, bevor man den anderen Fuß auf dem Pedal hat. Je steiler der Anstieg, desto schwieriger wird das Anfahren. Um ein zu starkes Lenkerpendeln zu vermeiden, ziehe ich beim Anfahren an beiden Lenkerenden mit großer Kraft. Das dämpft die Lenkerausschläge erheblich und unterstützt meinen Antritt mit den Armen. So gelingt es mir besser, das Gleichgewicht bei niedrigen Geschwindigkeiten zu halten. Im Straßenverkehr ist es also unerlässlich, dass man schon vor einem verkehrsbedingten Stopp so weit herunterschaltet, dass man danach wieder problemlos anfahren kann. Wenn das nicht richtig gelungen ist und man eine Kettenschaltung hat, die sich nur beim Fahren schalten lässt, dann sieht das Prozedere zum Amüsement der Zuschauer anschließend ungefähr so aus. Absteigen, Seitenständer ausklappen,
Hinterrad anheben, indem man das Rad über den Seitenständer ankippt. Jetzt lassen sich die Pedale bewegen und der gewünschte Gang vorne und hinten einstellen. Dann wieder hinsetzen, Seitenständer einklappen nicht vergessen und das Anfahren erneut versuchen. Das ist der Preis dafür, dass wir nicht wie ein Upright-Radfahrer aus dem Sattel gehen können. Ich vergesse es leider immer wieder, den Seitenständer einzuklappen. Mit ein wenig Übung lässt sich das bei einem Lowrider, aber auch während der Fahrt nachholen. Neben dem Anfahren und Gleichgewicht halten, ist das Kurvenfahren die nächste Herausforderung mit einem Liegerad. Ich meine dabei nicht die schnell gefahrene weite Kurve einer Landstraße, die wir mit sehr geringem Lenkeinschlag und viel Schräglage durchfahren. Das ist mit einem Lowrider einfacher als mit jedem Highrider, weil der Schwerpunkt so niedrig ist. Nein, schwierig sind enge Kurven, die nur wenig Geschwindigkeit erlauben und mit viel Lenkeinschlag gefahren werden müssen. Bauartbedingt ist der Lenkeinschlag eines Lowriders durch die Kettenführung und die pedalierenden Füße des Fahrers stark eingeschränkt. Kann der Fahrer sich nicht mit einer geschickt gefahrenen Schräglage durch eine enge Kurve schlängeln, sondern muss den Lenker stärker einschlagen, dann darf er dabei nicht pedalieren. Er muss dann das kurveninnere Bein nach vorne gestreckt halten. Macht er das nicht, sondern pedaliert weiter, blockiert er mit dem Schuh den Lenkeinschlag, wenn dies nicht schon durch den Kettenlauf passiert ist, und es kommt zum Umfaller. Über diese Zusammenhänge muss sich ein Highrider-Liegeradfahrer, der über dem Vorderrad sitzt und pedaliert, keine Gedanken machen. Dieser Umstand ist auch dafür verantwortlich, dass wir beim Anfahren nicht beliebige Lenkausschläge zum Gleichgewicht halten machen können wie andere Radfahrer, sondern einfach umfallen, wenn wir nicht mit geringen Lenkeinschlägen auskommen. Man sieht also, das erfordert Übung und anfangs Konzentration. Der Anfänger sollte sich deshalb zum Beispiel an einer Ampel, an der er rechts abbiegen will, genügend Platz lassen, um Schwung beim Anfahren gewinnen zu können und ohne pedalieren zu müssen, durch die Kurve zu kommen. Je steiler es bergauf geht, desto langsamer werden wir und desto wackeliger wird die Fahrt für den Anfänger auf dem Liegerad. Auf engen Steilstraßen wie hier sollten wir daher auf Nummer sicher gehen und mittig auf der Straße fahren, um hinter uns drängelnden PKWs erst gar keine Gelegenheit zu geben, sich an uns vorbeiquetschen zu wollen. Das wäre für uns viel zu gefährlich. Die Straßenverkehrsordnung in Deutschland verlangt vom PKW die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 Meter innerorts zum Radfahrer. Kann er diesen Abstand nicht einhalten, dann muss er so lange hinter uns bleiben, bis es geht. Wir sind also im Recht, ihn hier zu blockieren, egal wie laut die Fahrer hinter uns auch hupen mögen. Tut sich eine Ausweichstelle auf, die groß genug ist, können wir immer noch nach rechts ranfahren und ihn vorbeilassen, ohne uns selbst zu gefährden. Geht es dann wieder bergab, sind wir ohnehin wieder schnell genug und es drängelt keiner mehr. Hier staunen Sie nur über unsere elegante Kurvenfahrt. So schwierig das Kurvenfahren einem Anfänger auch vorkommen mag, es ist doch das Highlight des Liegerades und speziell jedes Lowriders. Man benötigt nur genug Schwung, dann lassen sich auch engere Kurven elegant durchfahren und es macht noch mehr Spaß wie bei jeder anderen Fahrradkategorie. Zugegeben, es geht gerade beim Anfänger nicht immer ohne einen Umfaller oder Sturz ab.
Hier rutscht mir das Vorderrad auf Laub weg, als ich versuche, mit einer Hand am Lenker das pendelnde Rad unter Kontrolle zu bringen, während ich mit der anderen Hand die Kette vorne auf ein anderes Ritzel umlegen will. Der Earthglider legt sie auf seine dafür konstruierten Gleitklötze und wir rutschen gemeinsam in den Farn am Wegesrand. Das ist keine große Sache auf einem Lowrider, aber richtig gefährlich bei einem Upright-Fahrrad, weil man da dann Kopf voraus von weit oben auf den Asphalt fällt. Die Abfangversuche führen dann oft zu gebrochenen Handgelenken, gebrochenen Schlüsselbeinen oder bei einem seitlichen Rutscher zu schweren Schulterverletzungen. Auf dem Lowrider ist mir nichts passiert. Ein Liegerad hat sicher seine speziellen Einsatzbereiche, insbesondere beim Touren- und Genussradeln. Es wird sicher nie ein massentaugliches Vehikel werden. Einige Modelle, wie der Earthglider zum Beispiel, sind zu sperrig, wenn man sie in Bus, Bahn oder Pkw transportieren will. Und bei Besorgungen in der Stadt sind sie nicht so praktisch und oft auch nicht so wendig wie ein Upright-Fahrrad. Auch die Kletter- und Geländetauglichkeit ist eher eingeschränkt im Vergleich zu Gravel- oder Mountainbikes. Aber wenn man sich erst einmal mit seinen Eigenheiten angefreundet hat und gelernt hat, es richtig zu bewegen, ist sein Komfort einfach unschlagbar und man möchte es nicht mehr missen.